Dynamo Dresden setzt auch nach dem Abstieg in die dritte Liga weiter auf Panayiotis Flachodimos. Der Vertrag mit dem Stürmer, der ursprünglich nur für die zweite Bundesliga gültig war, wurde bis 2024 verlängert. Heute war Trainingsauftakt bei Dynamo, die erste Übungsstunde unter dem neuen Coach Markus Anfang. Punkt 15.15 Uhr betrat das Dynamo-Team mit vielen neuen Gesichtern den Rasen der Walter-Fritsch-Akademie. 600 Fans wollten vor allem ihn hier zum ersten Mal in Augenschein nehmen. Markus Anfang, der neue Cheftrainer, soll die Mission sofortiger Wiederaufstieg zum Erfolg führen. Wir haben viele Junge dabei. Wir starten jetzt. Wir wissen halt auch, dass wir nach und nach sukzessive den Kader auch dementsprechend zusammenstellen. Aber ich habe auch gesagt, wir müssen gute Entscheidungen treffen und nicht die schnellen Entscheidungen. Zum Auftakt auch auf dem Platz bisherige Leistungsträger wie Stürmer Ransford, Jeboah, Königsdörfer, dessen Verbleib beim neuen Drittligisten aber äußerst fraglich ist. Dazu auf dem Platz Neuzugänge wie Torhüter Sven Müller, der vom HFC zu den Dresdnern wechselte. Klar ist, bis zum Saisonstart wird es noch einige neue Gesichter bei Dynamo geben. Das erste Testspiel für Anfangs neue Truppe wird es am kommenden Montag geben. Dann tritt Dynamo beim Kreisligisten Zuger SV in Groß Schirmer an.